Also Essen soll ja zur Gesundheit beitragen, das weiß jeder. Und dann sollte das erst recht natürlich gelten für unser Krankenhausessen. Doch ich wette einmal, jeder von euch hat schon mal die gegenteilige Erfahrung gemacht. Eine trockene Scheibe Brot, fettige Wurst, dafür wenig oder kaum frisches Gemüse. Ein absolutes Unding eigentlich. Und jetzt kommt's, es gibt sogar eindeutige Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für die Klinikverpflegung. Überall haben wir Leitlinien, Regeln für die optimale Patientenversorgung. Alles muss dokumentiert werden, aber beim Krankenhausessen geht wohl irgendwie nur Geld sparen anstatt Gesundheit fördern. Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sich kontrollieren und zertifizieren lassen, das machen angeblich nur 5% der Kliniken. Und noch eine Zahl, 5 Euro pro Person werden pro Tag für Klinikessen ausgegeben. Das waren die Zahlen 2018. Und wie sieht es mit der Forschung aus? Naja, nichts ist da so wirklich. Während es Forschung gibt zum Thema Essen in Schulen, in Kitas, ist das Thema Krankenhausessen irgendwie noch ein völliger blinder Fleck, obwohl ja so wichtig ist.